Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Bett und das heutige Thema ist ganz interessant. Bleibt dran. So, also ich schreibe mich fast immer bei Emil an und es kommen auch Anrufe, also direkte Anrufe, beziehungsweise per WhatsApp oder auch Telegram. Und ich habe mir natürlich gedacht, okay, es kommen immer wieder, ja, fast die gleichen Fragen, die an mich oder an unser Team gestellt werden. Deshalb habe ich mir auch gedacht, okay, man kann die Serie praktisch weiter fortführen, das heißt Fragen und Antworten. Ich denke, das ist das Beste. Und am besten unter einem konkreten Hashtag, da werde ich euch auf jeden Fall ein paar Beispiele geben. Also bleibt dran, Fragen und Antworten zum Thema Paraguay, natürlich die Auswanderung. So, also ich sehe mal da einige Fragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Video über die Einwanderung bzw. Auswanderung nach Paraguay werde ich hier euch hier oben verlinken, falls ihr noch nicht gesehen habt. Da geht es um Apostille. Ja, also einfach um die Paraguay-Auswanderung bzw. um Paraguay-Einwanderung. Und die Regeln, wie gesagt, haben sich auch für deutsche Staatsbürger geändert. Da kamen sehr viele Fragen, besonders per Input, stimmt das, warum war das nicht früher so, etc., etc. Gut, grundsätzlich muss ich euch sagen, ja, es stimmt. So, also weiterhin gilt das für deutsche Staatsbürger, nur Apostille. Also, keine Überbegläubigung durch die Botschaft bzw. durch das Konsulat. Also bitte dran denken, stellt nicht mehr diese Fragen, es stimmt wirklich. Wenn, schreibt mich an und da kann ich euch auf jeden Fall nochmal die Frage bzw. die korrekte Antwort bestätigen. Okay? So, die zweite Frage ging es natürlich um Kontoeröffnung. Und da gehe ich mal von aus, dass es auf jeden Fall sollten wir alle zusammen, um die Fragen richtig zu beantworten, einfach die richtigen Hashtags zu benutzen. Da gebe ich euch hier unten ein Beispiel. Ich sage mal, ihr fragt mich, Pitt, wie kann man oder ob man überhaupt ein Konto in Paraguay eröffnen kann? Dann macht doch die Frage einfach Hashtag Konto Paraguay. Oder Hashtag Kontoeröffnung Paraguay. Und das ist es viel einfacher, sowohl für euch als auch für mich. Erstmal die Fragen zu beantworten, für mich. Und für euch ist es ja viel einfacher, nachher die richtigen Antworten zu finden. Also so einfach geht das. Also macht das bitte. Jetzt zum Thema Kontoeröffnung in Paraguay. Das Konto könnt ihr nur eröffnen, wenn ihr den paraguayischen Personalausweis habt. Also die sogenannte Cédula. So einfach ist es. Schluss, Punkt. Keine Antwort mehr. Ja, stimmt's leider. So, das heißt, ihr müsst wiederum von Anfang an anfangen sozusagen und zuerst den Daueraufenthalt beantragen, als auch die Cédula, also den Personalausweis, den paraguayischen Personalausweis. Da habe ich schon Videos drüber gemacht, werde ich euch links oben auf jeden Fall verlinken, falls ihr nicht gesehen habt. Ja? Also zuerst die Dokumente erledigen, über unser Team am besten,
man kann es auch online machen, gar kein Problem. Und bei weiteren Fragen stehe ich persönlich euch gerne zur Verfügung. So, die dritte Frage, die oft, wirklich sehr oft sich ja wiederholt. Es geht um die Immobilien oder grundsätzlich, besser gesagt, um Grundstücke. Da kann man genauso machen. Zum Beispiel Hashtag Paraguay-Grundstück oder andersrum Grundstück Paraguay. Und da habt ihr schon mal die richtigen Antworten. So geht es doch voran, dass ihr auf jeden Fall die Vorteile habt. Und für mich wird es auf jeden Fall einfacher, eure Fragen richtig zu sortieren und schnellstens oder auf die schnellste mögliche Art und Weise zu beantworten. Also es geht nochmal, ob man ohne die paraguayischen Dokumente, also ohne den Aufenthalt, also auch ohne die Zedula, also ohne den paraguayischen Personalausweis, ein Grundstück erwerben kann. Die Antwort heißt ja. Also das eine mit dem anderen hat nichts zu tun. Um ein Grundstück in Paraguay zu erwerben, braucht ihr nur den aktuellen Reisepass. So einfach ist es. Viele wollen wahrscheinlich das Geld noch auf die Schnelle sichern. Kein Wunder. Also wenn man bei der Bank noch Negativzinsen zahlen muss, da glaube ich, das ist also wirklich schon nicht 5 vor 12, sondern 2 vor 12, damit man das Geld noch sichern und im Prinzip sichern kann und in die Grundstücke investiert. Warum in die Grundstücke? Habe ich immer wieder gesagt, da verlinke ich euch auch. Wie kauft man Grundstücke in Paraguay? Habe ich schon viele, zahlreiche Videos darüber gemacht. Was auch wichtig ist, es ist einfach eure Sicherheit. Warum? Das Geld läuft nicht weg. Ihr müsst nichts tun. Einfach liegen lassen. Und die Steuer, die dafür jährlich verlangt werden, sind wirklich lächerlich. Was heißt lächerlich? Also wir sprechen im Bereich von 15 bis 20 Euro im Jahr. Ja, je nach Grundstücksgröße oder Lage des Grundstückes. Also bitte nicht vergessen und nicht lange zögern. Die nächste Frage. Also, so können wir auf jeden Fall machen. Hashtags schreiben. Ja, also zum Thema die Hashtags, bitte zum Thema. Und da werde ich richtige Antworten geben. Und so kommen wir natürlich schnellstens voran und ihr habt auf jeden Fall einen Riesenvorteil. Ja? Also falls euch gefallen hat, eine gute Idee, macht doch einfach Hashtag Paraguay Live, Likes nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Stellt die Fragen wie immer unten in den Kommentaren bitte. Konkrete, kurze Fragen, am besten mit Hashtags. Da kann ich die natürlich auch schnellstens finden und beantworten. Also, in diesem Sinne, mach's gut, Likes nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wie gesagt, hier links werde ich euch auf jeden Fall weitere nennenswerte Videos aus unserem Kanal verlinken und empfehlen und hier einfach draufklicken. Da könnt ihr euch den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Okay, in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und immer. Ciao, ciao, bis dann.